Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema R, Nachkommastellen. R wird in der Kommandozeile gestartet mittels Kommando Groß R, Enter. Das Dezimaltrennzeichen wird typischerweise wie bei den meisten Programmiersprachen nicht durch ein Komma, sondern durch einen Punkt dargestellt. Für 2,3 mal 4,2 tippt man ein 2,3 mal 4,2. Standardmäßig werden 6 Stellen nach dem Komma angezeigt. Das zeigt zum Beispiel die Eingabe SQRT, Klammer auf, 5, Klammer zu, also Wurzel aus 5 ziehen. 7 Stellen, also eine Ziffer, und 6 Nachkommastellen. Man kann auch selbst festlegen, wie viele Stellen nach dem Komma abgebildet werden, indem man den Digits-Wert ändert. Durch die Eingabe Options, Klammer auf, Digits gleich und dann der Wert, zum Beispiel 10, Klammer zu, werden eine Zahl und 9 Nachkommastellen dargestellt, wie die Eingabe SQRT, Klammer auf, 5, Klammer zu, auch beweist. Eine Zahl und 9 Nachkommastellen, also 10 Stellen. Options, Klammer auf, Digits, gleich 30, Klammer zu, zeigt uns, dass 21 Nachkommastellen und maximal 22 Stellen möglich sind. Abrufen kann man den Wert mittels Options, Klammer auf, in Anführungszeichen, Digits oder durch Options, Klammer auf, Klammer zu und in eckigen Klammern, Digits oder per get, O groß geschrieben, Option, Klammer auf und Digits. Das war User Power von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.